Tsuchiro, du würdest mich doch bestimmt bei dir im Schrein schlafen lassen, weil ich meine, Mikasa Tsukasa, nicht wahr? Na. Ja. Ja, wenn du mich beim nächsten Mal nicht anfauchst, dann können wir drüber reden. Keine Garantie. Ja, euch fällt auf, dass Hotokeki eigentlich vorhin irgendwas holen wollte, um Giga abzutransportieren und jetzt aber seit geraumer Zeit schon verschwunden ist. Greif Giga mal unter die Arme. Ich sitze doch auf seinem Bauch. Du erst mal runter, er auf. Alles muss man machen hier. Leute, seid doch auch mal ein bisschen agiler. Nehmt euch ein Beispiel an Hotokeki. Wo ist Wo sie ist sie denn? eigentlich? Ist so finster, man sieht so wenig. Ich sehe nichts. Giga, du hast doch scharfe Augen und Ohren. Versuch doch mal, Na, Hotokeki zu finden. muss das sein? Ja. Es ist gerade so warm hier am Feuer. Es war eben auch schon warm am Feuer. Ich habe das Gefühl, es ist gerade besonders warm. Gerade so einladend. Aber wenn es sein muss, ich würde entsprechend mal ein bisschen gucken, ob ich durch die Nacht irgendwas erblicken kann. Ja, du kannst wahrscheinlich Hotokeki auch riechen, könnte ich mir vorstellen, ihre Spur verfolgen. Okay, ich fittere, gucke in die Richtung. Da. In die Richtung müssen wir. Da ist sie. Okay, gut, dann. Okay, gehen wir ganz kurz zu Hotokeki mit dem Spotlight. Wirst du irgendwas unternehmen oder bleibst du erstmal hinter der jungen Frau? Bleibe erstmal in ihrer Nähe, um halt zu sehen, um mir noch einen weiteren Eindruck zu verschaffen, was mit ihr los ist. Mhm. Ja, also auf jeden Fall muss irgendwas vorgefallen sein, weil sie ja, also sie weint immer noch und schluchzt und wischt sich immer mal wieder die Tränen aus den Augen, geht jetzt inzwischen ein bisschen langsamer und wo die Menschenmenge weg ist und sie sich alleine wähnt. Aber sie wirkt, also ich hatte es richtig eingeschätzt, dass sie Leute meiden wollte gerade. Ja, genau. Also anscheinend wollte sie einfach in dem Zustand von niemandem gesehen werden, so würdest du tippen. Genau, ja, nee, dann folge ich einfach weiter, bis ich weitere Informationen bekomme. Okay, dann gehen wir nochmal zu den anderen. Ihr versucht Hotokeki zu finden. Genau. Genau, also Giga gibt euch immer mal wieder einen Impuls und ihr seid dann irgendwann auch, sag ich mal, so weit abseits von da, wo sich mehr Menschen bewegen, dass ihr relativ gut auch am Boden Spuren sehen könnt, wo jemand lang gegangen ist. Das sind einmal Spuren von so Holzsandalen, wie sie typischerweise von den Frauen, die es ganz traditionell machen, zum Yukata getragen werden. Und eben Hotokekis Spuren, die auch hier lang führen. Ich bin auf jeden Fall unnötig über Sachen rübergestuntet irgendwie. Einen Wagen oder sowas rübergesprungen, dass man außen rum laufen muss. So. Ja, entsprechend die Spur ist manchmal ein bisschen seltsam zu verfolgen. Aber ja, du hörst irgendwann, Hotokeki, dass hinter dir andere Leute noch kommen. Du hast ja sicher sehr gute Ohren.
nicht besonders schnell, scheinbar. Ich hänge auch an deinen Rockzipfel wieder. Bin ich verloren, wenn es so finster ist? Ja, okay. Ich erkenne, dass es meine Freunde sind, oder? Ja. Dann komme ich halt so auf sie zu und mache halt so ein leise Zeichen. Und dann selber gar nicht so leise. Da vorne ist eine Frau und die ist unglücklich. Wo? Die soll schon mal vorkommen bei Menschen. Habe ich gehört. Aber ja, sie weint und dann hatte ich Mitleid. Aber sie will auch nicht gesehen werden, deswegen wollte ich jetzt rausfinden, was mit ihr los ist und vielleicht können wir ihr irgendwie helfen. Ich schaue in meinen Taschen, ob ich da was zu essen habe. Hat so sich irgendwas eingestellt? Körner. Mhm. Kein Keks oder sowas. Wenn du so offensichtlich nach Essen rumräumst, ich gebe dir ein Mochi. Ich gebe ein Wonder aus, um sozusagen ein Mochi zu erschaffen. Okay. Sehr gut. Dafür ein Dream von mir. Cool. Regeltechnisch hat es die Auswirkung, dass wenn du den Mochi isst, kriegst du ein Feeling. Oder wer auch immer den Mochi isst, kriegt ein Feeling. Okay. Nice. Ah, cool. Du hast dir hinzeigt, wo die läuft. Ja. Ich nehme den Mochi und gehe einfach auf die Frau zu. Sura, bleib mal. Vielleicht sollte eine Autoritätsperson lieber mit ihr sprechen. Ich gehe hin und. Du. Also du näherst dich von hinten, ja? Ich nähe mich an sie und zupfe ihr am Kleidungsstück. Okay. Was hast du? Warte mal. Du hast 2 in Hänge. Mhm. Einen Augenblick. Ich muss gerade mal kurz was gucken. Und hab das Mochi dabei in der Hand. Ja, okay. Also sie dreht sich um und ist erstmal. Macht sehr, sehr große Augen und als sie dann aber einen Jungen da stehen sieht, beruhigt sie sich gleich wieder. Was ist denn? Was machst du denn hier? Solltest du nicht. Du musst doch schon längst zu Hause sein. Alles gut mit dir? Du siehst so traurig aus im Gebiss, Mochi. Ja, du siehst, dass. Auf einmal siehst du, wie eine Träne auf ihre rechte Wange runterläuft. Nee, siehst du eigentlich nicht. Also ich sehe fast gar nichts. Ja, sie, als du das Mochi hinhältst, schluchzt sie auf jeden Fall. Und du kannst fühlen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, so wie Hotokeki es auch schon gesagt hat. Dann schaue ich sie so an. Streiche so übers Korn. Mhm. Du brauchst nicht weinen, alles gut. Du spürst auf dem Stoff von dem Yukata, den sie anhat, dass da irgendwie noch Erde und Sand und so weiter drauf ist. Also da scheint auch irgendwas vorgefallen zu sein. Ich versuche sie sauber zu machen und mit ihr ein bisschen zu reden und setze Tranquility ein. Dafür gibt es einen Dreampunkt von mir. Was möchtest du einsetzen? Tranquility. Tranquility, mhm. Also dann beschreib mal, was. Wie mache ich das? Das ist für 6 Punkte. Was brauche ich da? Wie muss ich das machen? Mhm. Hast du 6 Wonder noch? Nein, ich habe 3 Wonder. Okay, dann müsstest du dich auf eine Fähigkeit mit 3 Wonder beschränken. Okay, dann kann ich es nicht hernehmen. Nein, dann kann ich ihr leider nicht mit irgendeiner Fähigkeit helfen. Dann versuche ich es einfach so. Richtig, genau. Also mal abgesehen davon. Also du zeigst ja Mitgefühl. Und also sie läuft auf jeden Fall nicht weg. Das Schluchzen hört auch dann auf. Und sie schnieft dich dann so an. Ich weiß nicht, wenn die anderen irgendwie eingreifen wollen, ihr sagt einfach was. Ja. Ich rede dann noch und frage, ob sie sich die Knie auch aufgeschlagen hat und sowas. Ob sie ein Pflaster braucht oder so. Nein, alles ist in Ordnung.
Ich. Ach, ist eine ganz blöde Geschichte. Aber was, nochmal zu dir, was machst du denn hier draußen so alleine? Bist du weggelaufen von zu Hause? Du musst doch, ist doch fast Ausgangssperre. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Da wird es jetzt aber Zeit. Wo musst du denn hin? Ich muss zum Tempel. Welchem denn? Zum Schrein? Ja. Ist da jemand um die Zeit? Da ist doch immer wer. Ich gebe mal Giga in die Obhut von Hotokiki. Halt mal. Und komm ich. Halt mal kurz. Dann komme ich da halt auch noch anflaniert. Sora, da bist du ja eigentlich. Ich habe schon nach dir gesucht. Oh, verzeihen Sie bitte. Ich hoffe, der Junge hat Sie nicht belästigt. Guten Abend. Nein, ganz und gar nicht. Alles in Ordnung. Das ist, er hat nichts damit zu tun. Das ist hier, entschuldigen Sie meinen Zustand. Sie dreht sich jetzt so von dir weg und wischt sich im Gesicht rum. Ich versuche zu helfen. Ja, dafür gebe ich auch noch einen Dreampunkt. Meine Dame, es geht mich vielleicht nichts an, aber möchten Sie vielleicht über Ihre Leiden mit jemandem sprechen? Ich habe stets ein offenes Ohr. Ich kenne Sie oder dich. Ich hab dich schon gesehen in der Stadt, glaube ich. Ja, ich gehe manchmal durch die Stadt, das ist richtig. Tsukiro-chan ist ganz lieb, auch wenn er manchmal ein bisschen gruselig aussieht. Stimmt gar nicht. Streng. Na, vielleicht. Ach, es ist freundlich, dass sie hier fragt. Es ist eigentlich nichts. Einfach, ich war auf dem Ume-Blütenfest und ich habe mit meinem Streichorchester gespielt und ich bin dann, wollte eigentlich nur einen kurzen Spaziergang machen zum Schrein und dann habe ich wunderschöne Klaviermusik gehört und ich bin dann hingelaufen und dort war ein Haus, das etwas außerhalb der Stadt liegt und als ich da hingelaufen bin und ich bin dann auf, da war eine Schiebetür auf und ich bin hingelaufen und stand dort dann und habe reingehört wegen der schönen Klaviermusik. Und dann kam ein älterer Mann und wirkte erst, als ob er mich erkannt hätte. Und dann hat er sich furchtbar aufgeregt und mich angeschrien, und dass ich verschwinden soll. Ich habe mich furchtbar erschreckt. Und dann bin ich, als ich runtergelaufen bin von seiner Terrasse, bin ich hingefallen und habe meine Geige dort liegen lassen und vergessen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie wieder zurückbekommen soll. Das ist sicherlich kein Problem. Ich werde mich vertrauensvoll um Ihre Angelegenheit kümmern. Frage. Und, also zwei Fragen tatsächlich, wenn ich sie stellen darf. Klar. Erstens, bekomme ich das mit in meinem halbwachen Zustand, die Situation? Ja, also wahrnehmen tust du das irgendwie auf einer unterbewussten Ebene. Okay. Zweitens, bin ich sichtbar für die Person oder bin ich irgendwo noch abwesend? Wenn sich Hotokeki inzwischen gezeigt hat, dann blieb ihr nichts anderes übrig, als sich mit dir zu zeigen und dich so ein bisschen so zu stützen. Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, mich zu zeigen, aber ich habe mich jetzt auch nicht in den Vordergrund gedrängt. Ich würde aber auch dir als Spielleitung einen Dream geben für Foreshadowing, dass wir sie weggehen haben sehen. Mhm, danke. Weil wenn ich noch nicht zu sehen bin, würde ich ganz gerne
Also ich gehe davon aus, dass ich das so ein bisschen mitbekomme, so dass eine Person, also ein Mensch, der Trost braucht, und würde instinktiv, glaube ich, mich zurück in eine Katze verwandeln wollen. Ja, dann hatte ich dich einfach sozusagen, als ich näher rangeschlichen bin, hatte ich dich einfach dann gegen den Baum gelehnt. Okay. Wahrscheinlich mit dem Gesicht zuerst. Genau, mit dem Gesicht. Dafür kriegt Jasmin einen schönen so Punkt. Von mir auch, safe. Ja, von mir auch. Aber ich sitze auch so, ne, Nase oben, so an dem Baum und dann wackelt nur mein Ohr zurück, bekommt so mit, ah, Mensch, braucht Tröstung und ich würde mich zurückverwandeln in eine Katze. Mhm. Und würde entsprechend ein bisschen torkeln vielleicht noch, mich auf zu den Menschen hinbewegen und anfangen, um die Beine von der Person einfach rumzukreisen. Nicht lange, weil ich irgendwann umkippe, weil ich so müde bin. Mhm. Also ohne eine Kraft dabei anzuwenden, sondern einfach nur mit deiner Präsenz sozusagen, ne? Genau. Ich bin sowieso durch Kitty, das mich null kostet, bin ich auch überrasche ich auch Personen nicht. Deshalb. Genau, also plötzlich taucht Giga auf und streicht der Frau um die Beine. Wie gesagt, ich springe wow. so ein paar Schritte weg von ihm. Ja, dafür, ich hau auch noch einen Dream für Giga raus dafür. Ich würde halt natürlich um Aufmerksamkeit buhlen, ne? Nach dem Motto, grau mich. Ja, das funktioniert so gut wie immer und das funktioniert auch in dem Fall, weil du sendest ja die richtigen Signale, die meisten Menschen verstehen können. Und ja, tatsächlich, also das funktioniert auch. Also sie beruhigt sich auf die Art und Weise. Ihr merkt, dass die Emotionen so ein bisschen runterkommen und ja, ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Ich weiß auch nicht, was mit dem Mann gewesen ist, warum er so reagiert hat, als ich da aufgetaucht bin. War seltsam. Ich musste meine Geige zurückbekommen und ich habe mich aber gefürchtet, einfach zurückzugehen, weil er so wütend war. Also jetzt, wo ihr sie seht, sie ist so Mitte 20. Sagt mir diese wunderschöne Klaviermusik irgendetwas? Ja, tatsächlich. Es ist in der Nähe von deinem Schrein und da lebt dieser ältere Mann und du hast da schon öfter Klaviermusik gehört, wenn du ein bisschen weg vom Schrein warst, in die Richtung, wo das Haus liegt. Und nicht nur das, du hast auch schon mal ein Duett von Klavier und Geige schon immer mal wieder gehört, aber schon länger nicht. Jetzt, wo du drüber nachdenkst. Zuletzt war es eigentlich, wenn, dann die Klaviermusik. Dann würde ich sie mal während sie die Katze streichelt, würde ich mal zurückgehen zu Hotokeki. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Wir müssen die Geige der jungen Dame finden. Ich bin auf jeden Fall dabei, die Geige zu. Im Grunde bin ich schon auf dem Weg, die Geige zu finden. Say less. Dann raffe ich halt auch mal so mein Gewand etwas hoch und versuche, hinter Hotokeki herzulaufen, völlig vergeblich. Mhm. Ja, ich schlage dann einfach Haken, bis du aufgeholt hast. Also ich laufe dir jetzt nicht weg. Wollt ihr euch mit der Frau noch bekannt machen in irgendeiner Weise oder sie mitnehmen? Oder was habt ihr vor? Wie wollt ihr das bewerkstelligen? Ich dachte, ich lasse Sora und Giga da, um sie zu beruhigen. Wer weiß, was wir für Dinge tun müssen, um kann man ja nicht unbedingt einen Menschen mit einfach so mitnehmen. Ich stelle mich ihr jetzt auch nicht so persönlich vor, die soll, also wenn sie am Ende sagt, Henge haben ihr geholfen und sie weiß nicht, wer es gewesen ist, bin ich auch zufrieden. Möchte eigentlich jemand einen Impression-Check ihr gegenüber machen für das erste Kennenlernen? Ja. Oh ja, wie das möchte ich auf jeden Fall. Das geht folgendermaßen, ihr überlegt auf welche Art und Weise ihr das
spielen wollt, also mit welchen eurer vier Grundwerte ihr dafür bedient, also Henge, Animal, Adult oder Child. Das ist die Art und Weise, wie ihr ihr quasi begegnet. Und wenn sie einen Impression-Check zurückmachen möchte, dann könnt ihr auf die Art und Weise anfangen, könnt ihr eine Beziehung aufbauen auf die Art und Weise zu ihr. Ich nehme natürlich Child. Mhm. So, jetzt muss ich selbst mal kurz nochmal dahin blättern. I guess, ich habe mich in Tiergestalt der genähert, also wäre es bei mir einfach Animal, I guess. Und wer hätte es gedacht, bei mir ist es Adults. Ja, ich mache tatsächlich dann auch Hänge, da haben wir alles mal, weil ich war die mysteriöse Gestalt am Rande. Mhm. So, also der... Ich gucke gerade nochmal selbst, weil um sicher zu gehen, dass wir das richtig machen. Genau, also wenn ihr einen Impression-Check macht und ihr kommt auf ein Ergebnis von 4, dann bekommt ihr eine Connection mit ihr mit Stärke 1. Und wenn ihr auf ein Ergebnis von 8 geht, dann bekommt ihr eine Connection mit ihr auf Stärke 2. Das können wir ja mit Feelings boosten, oder? Mit Feeling, genau. Mhm. Ja, ist mir 2 Feeling wert, auf eine 4 zu kommen. Mhm. Also ich komme auch auf eine 4, aber durch mein Alluring kriege ich trotzdem einen Zweierwert zu ihr. Mhm. Ich gebe auch ein Feeling aus, um Bad Animal dann entsprechend auch um bei anzukommen. Okay, super. Ich finde, es passt, aber ich gebe alle meine Feelings aus für eine 8. Wow, okay. Mhm. Es passt einfach zu dem Charakter. So, Giga, du hattest 1 ausgegeben, ne? Genau, ein Feeling. Mhm. Ja. Übrigens ein Dream für die Spielleitung für Tutorials immer wieder einbinden. Oh ja, von mir auch. Danke. Genau, und jetzt könnt ihr euch noch überlegen, da ihr alle eine Beziehung zu ihr aufgebaut habt, was für eine das ist. Und zwar, es bietet sich an, auf Basis von dem Attribut, das ihr gewählt habt, das zu machen. Also wenn ihr es mit Henge gemacht habt beispielsweise, dann wäre das Bewunderung oder Respekt beispielsweise. Wenn ihr es mit Animal gemacht habt, dann wäre es sich zu ihr hingezogen fühlen, also Affection oder Vertrauen, Trust. Sind Vorschläge, ne? Also wenn ihr da partout euch nicht findet, dann können wir es auch anders machen, aber es ist so das, was sich da anbietet. Mit Adult wäre es auch Bewunderung oder eine Rivalität unter Umständen, mhm. Und mit Child wäre es sie schützen wollen oder auch eine Zuneigung, also eine Affection. Affection, glaube ich, was am besten. Wie heißt sie denn? Ich stelle mich auf jeden Fall mal vor. Ja, das ist total witzig, da sind wir noch nicht. Aber bei einem Impression-Check wäre jetzt spätestens der Punkt, wo ihr euch vielleicht mal vorstellen solltet. Ja. So, dann gucke ich mal, was mit ihr da passiert mit den Verbindungen. Ne? Das müssen wir auch noch kurz managen. Spielen wir vielleicht, bevor wir das machen, kurz, dass ihr euch vorstellt. Mhm. Ich entschuldige dich. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin Ayumi. Ayumi Kimura. Mau. streichle dich am Kopf. Ich habe mich basically vorgestellt. Genau. Es freut mich, dich kennenzulernen. Es gibt einen Dreampunkt von mir, das Maul. Ja. Es freut mich, sie kennenzulernen, Fräulein Kimura. Mein Name ist Kuroda Tsukio. Ich kümmere mich ein wenig um den Schrein. Und ich kenne die
Gegend und ich glaube, ich weiß auch, von welchem Haus Sie sprechen. Und ich werde einmal nach dem Rechten sehen und dabei selbstverständlich zusehen, dass Sie Ihre wertvolle Geige wieder erlangen. Ach wirklich? Wer ist das denn? Wer spielt denn da so schön? Ich kenne auch den Namen nicht genau, aber ich glaube, ich weiß, um welches Haus es sich handelt. Ja, ich würde Zuckerro auch einen Dream geben, weil konsequent den erwachsenen Charakter hier spielen in dieser Runde. Wer muss das doch? Sieht doch durch. Ja, ich würde, als der Shinto-Priester sich vorstellt, sozusagen hinter ihm, hinter der Schulter stehen und so, dass der Mond halt wie so ein Halo, so ein Heiligenschein um meinen Kopf zu sehen ist und die Augen halt so leichte mondsichere Reflexionen kurz haben. Ein Dream dann, von mir dafür. Also ich mache halt den Hänge-Kram. Sie muss meinen Namen noch nicht direkt kennen, aber ich habe auf jeden Fall hier meine Assoziationen deutlich gemacht und ich weiß, also die Beziehung wäre jetzt, wie ich zu ihr stehe, oder? Ja, also genau. Das suche ich aus. Cool, cool. An sich ist es Mitleid, ist das okay? Compassion, ja, können wir ja, machen. Ja, Compassion, das ist, dann nehme ich das. Also bei mir wäre es Protection, glaube ich. Ich fühle mich ja schnell für jemanden irgendwie verantwortlich. Und daher kommt das. Du hattest auch eins, ne? Bei den Beziehungen. Ich habe tatsächlich zwei auch, okay. Durch mein Alluring. Ah ja, stimmt, es war Alluring, richtig. So, Sora, wie war deine? Like war meins, auch zwei. Und ich versuche noch den letzten Schmutz runterzureiben von der Kleidung und sage, ich bin Sora. Hallo Sora. Hallo. Du solltest aber wirklich nicht alleine so spät draußen rumlaufen. Tsukiro war ja jetzt schnell hier, aber... Weiß man, was für Tiere hier im Wald herumlaufen? Also hier gibt es Füchse und Rehe. Ich zähle mal alles auf, was ich an Tieren kenne. Dream dafür. Während der ganzen Aufzählung ist Riga wieder eingeschlafen, by the way. Hast du schon eine Beziehung, die du... Ich denke, bei mir war es Affection. Die Person hat mich gekrault. Ich mag die Person. Das ist fair, ist so simpel. Sehr gut. Und also wenn ihr wisst, welches Haus... Es ist schon spät. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen. Ich finde heute sowieso, wir sollten auch niemanden mehr stören um diese Uhrzeit und Sora sollte dringend nach Hause. Ja, da mögt ihr wohl recht haben. Es sieht auch nicht so aus, als würde es heute nachts regnen. Und im Licht des Morgens werde ich sicherlich ihre Geige wiederfinden und ich bringe sie selbstverständlich nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Es ist nicht weit, es ist gleich da hinten. Ich war sowieso auf dem Weg nach Hause. Dann gehen wir doch ein Stück mit. Ich gehe jetzt die Geige holen. Ich kann das aber unmöglich von euch verlangen, dass ihr für mich die Geige holen geht. Ich bin losgelaufen, die Geige zu holen. Das ist, also ihr könnt mit der jetzt sie nach Hause bringen und so. Ich bin ungeduldig. Ich gehe jetzt los, um die Geige zu holen. Gib von mir einen Dream, dass du da konsequent bist.
Problem das ist, du weißt nicht, welches Haus das ist. Also du müsstest zumindest Kiro fragen, wo du hin musst. Oder du versuchst es alleine zu finden. Ich laufe erstmal in die Richtung. Mhm. Er wird schon nachkommen, wenn er sagt, dass ich Erfolg habe. Nein, ich muss jetzt erstmal die arme Frau nach Hause bringen. Und das ist mir dann, glaube ich, doch erstmal wichtiger. Die Geige kann man sicherlich auch noch morgen früh finden. Dann kann man auch mal mit diesem garstigen Mann reden. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das sehr gerne für Sie. Und dann werde ich bei Gelegenheit auch mal ein Wörtchen mit dem Herrn reden. Das geht ja nicht so, dass hier einfach junge Damen beleidigt werden oder angeschrien werden. Das können wir in unserer Stadt nicht haben. Das kann ich unmöglich verlangen. Das brauchen Sie auch nicht zu verlangen. Das mache ich. Das ist mehr ein tiefes Verlangen. Ich gehe so näher an Sie ran. Hä, stur, wenn er sich was in den Kopf setzt, macht das auch. Und ich schaue sie auf jeden Fall aus sehr liebreizenden Augen an. Und setzt mein Alluring halt noch so ein bisschen ein. Sie schaut dir ein bisschen zu lang in die Augen. Mhm. Dann geht ein Ruck durch sie durch. Das war ein sehr erwachsener Move, ein Dream dafür. Für den einzigen Erwachsenen. Yes. Ich gebe dir auch dafür einen Dream. Yay. Wenn ihr mich jetzt sowieso begleiten wollt, dann wisst ihr, wo ich wohne. Dann wird ich Skiro. Treff mich morgen und hol mich ab. Wir gehen gemeinsam. Ich möchte mitgehen und mich dem selbst stellen. Aber danke, dass du an meiner Seite bist und ich es nicht alleine tun muss, weil ich nicht weiß, was für ein seltsamer Mann das ist und was mit ihm los war. Ich verstehe. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Dann werde ich sie morgen, sagen wir, um 10 Uhr abholen. Otokeki, was machst du? Ich möchte auf jeden Fall zumindest in die Richtung gucken. Ich weiß ja, Haus in der Nähe vom Schrein und all das. Ob ich da die Geige finde nachts. Weil dann vermeiden wir, dass der Typ die Geige in sein Haus holt und wir uns mit dem beschäftigen müssen. Also Otokeki läuft davon. Das kriegt ihr ja auch mit. Ja, das sie halt häufiger schon mal. Stapft das ist nicht das, Rumgehüpfe, was ihr sonst so kennt, wo sie zu ungeduldig ist zu warten, bis das Gespräch zu Ende ist. Also sie geht entschlossen in eine Richtung. Richtung Schrein. Weiß ich ja, wo ich sie wiederfinde. Sobald ich die Dame nach Hause gebracht habe. Okay. Schläft Giga jetzt? Also Giga schläft immer wieder ein. Also vor allen Dingen, der wird ja gekrault. Also Ayumi ist auf die Knie runtergegangen und streichelt ihn. Ich liege auch mittlerweile wieder auf dem Rücken, mit Bauch nach oben. Und So die Akustik ist so Tiergeräusche im Wald bei Nacht, die Zikaden singen. Ich habe vielleicht 2-3 Glühwürmchen gesehen in der Zwischenzeit, weil ihr ja doch ein bisschen abseits seid und dabei hört ihr, wie Giga vor sich hin schnurrt. Schnurr. Dream für Akarumi. Danke. Für die Geräusche in Untermalung. Ja, dann, also Otokeki begibt sich auf den Weg zum Schrein, wird dort versuchen, selber das Haus zu finden, so wie es aussieht. Der Rest begleitet Ayumi kurz nach Hause, richtig? Genau. Tatsächlich bin handlungsunfähig. Tatsächlich keine große Sache letztendlich, dich nach Hause zu bringen. Giga so an. Sie nimmt dich einfach auf den Arm.
Ah, okay. Sonst hätte ich den Drive. Wenn du es passieren lässt, sie nimmt dich einfach auf den Arm. Weiß ich nicht, ob ich das zulassen möchte. Also sie krault dich, dich auch weiter. Ich lasse es erstmal zu. Ich habe sie aber ganz, ich habe sie im Auge. Ja, ihr seid wenige Minuten nur unterwegs und findet ein kleines Häuschen. Kenne ich brennt, das? Brennt auch noch Licht, da scheint noch jemand anders auch zu wohnen. Kennen tut ihr gerade von den Häusern, die etwas weiter außerhalb sind und eher Richtung Wald und Waldrand gehen, kennt ihr die meisten. Vielleicht nicht bei jedem, wer da drin wohnt, aber das, wo die sind, wisst ihr von den meisten. Deswegen könnte es Hotokeki vielleicht auch gelingen, das Haus zu finden, wo die Klaviermusik immer herkommt. Ja, dann würde ich mich hier noch freundlich von Anomi verabschieden und wünsche ihm noch eine hoffentlich erholsame Nachtruhe. Sie schlägt so ein bisschen die Augenlider runter, als sie dich anschaut und lächelt ganz, ganz leicht. Also die Mundwinkel gehen ganz, ganz leicht nach oben und danke, dass ihr alle so freundlich wart, mich nach Hause zu bringen. Ich kommt gut nach Hause. Gute Nacht. Ich winke auch noch. Gute Nacht. Ich nehme ihr den schlafenden Kater ab. Wenn sie den nicht mit reinnehmen möchte. Nee, tatsächlich gibt sie ihn dir dann in die Hand. Das bemerke ich und als du anstanden machst, mich hochzunehmen, fauche ich dich an und spring runter. Oh. Ich laufe auch nur 2 Schritte und fall wieder um. Dann passt ja ein Dreampunkt dazu. Alles klar. Okay, dann würde ich die erste Szene an der Stelle beenden. Und dann dürft ihr Dreampunkte umwandeln die Stärkung eurer Beziehungen zu den Leuten, zu denen ihr Beziehungen habt. Und zwar immer für 5 Dreampunkte könnt ihr die Beziehung um 1 stärken von euch zu der Person oder der Stadt. Wie ist das jetzt mit der Ayumi? Was für eine Beziehung hat sie zu uns? Das wisst ihr zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Okay. Und ihr könnt natürlich, also sie entwickelt die Beziehung zu euch selbst. Mhm. Aber ihr könnt eure Beziehung zu ihr natürlich entwickeln. Ich denke, ich werde einfach 15 Punkte nutzen für meine Kameraden jeweils. Jeweils einer auf deine anderen Hänge, Freunde. Genau. Mhm. Okay, also wir haben pro 5 Punkte. Ich gebe 5 Punkte aus. Ich habe gerade so eben 5 zusammenbekommen. Ich gebe 5 Punkte aus, um eine Beziehung von Ayumi zu erhöhen. Mhm. Okay, und ich habe jetzt 8 Punkte, wenn ich dann die 3 übrig behalte, die kann ich dann für später in der nächsten Szene verwenden oder verfallen die? Du kannst die aufsparen. Du kannst die auch später ausgeben, nach der nächsten Szene. Okay, cool. Ich würde aber, glaube ich, weil es viel angespielt wurde und Spaß macht, die Rivalität zu Giga um 1 erhöhen. Okay. Die habe ich auch erhöht, ne? Also. Sehr schön. Ich nehme wahrscheinlich Tsukio und zwar Familie um 1 höher. Ja. Einfach, weil es gut passt. Und ich würde auch die Verbindung zu Sora um 1 anheben. Protection. Ich mich auch irgendwie um Sora gekümmert habe. Okay, super. Dann dürft ihr vor Beginn der nächsten Szene, das können wir auf jeden Fall schon mal machen, eure neuen Beziehungsstart hier sozusagen schon mal um
schon mal in Feeling und Wonder entsprechend umwandeln. Und von Ayumi hat bekommt jeder eins, außer Tsukiro, der bekommt 2.